So, willkommen zurück. Der Monster Hunter World, wir machen den Kirin. Blitzartig davon. Sollte eigentlich so sein, dass wir ready sind, ne? Jo. Schönen K-Quests. Das ist okay, das ist okay. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen was mampen. Am besten hier irgendwas. Na gut, hier haben wir den Kirin gleich schon. Super. Irgendwas mitnehmen, damit ich meinen Kinsekt was zu fressen geben kann. Ja, Leuchtmus geht auch. Und dann nur 5 Stück. Man sieht übrigens, die Spur ist jetzt blau, ne? Das bedeutet, Drachenältester, die sind nicht fangbar. Das ist doch besser, Stein. Ja, da muss man mal ein bisschen drauf achten. Man kann die halt nicht fangen. Aber das wollen wir auch gar nicht. Steht er da unten ein bisschen rum? Oder wo ist der? Schon hier. Komm schon. Ich weiß jetzt nicht, ob der da unten ist oder aber hier weiter oben. Vielleicht ist ja hier noch irgendwo eine Spur. Hier sowieso nicht. Ah, da ist er. So, dann wollen wir mal hier kurz Waffe ziehen, zack, essen, zack, losschießen. Okay, daneben. Kirin scheint es nicht zu interessieren. Oh, jetzt alle Farben, das ist schon mal ganz gut. Jetzt wollte ich gerade hier den Käfer-Jump machen, aber das funktioniert ja hier nicht, weil ich das falsch spiele. Ja, das macht Kirin auch immer sehr gerne, so eine schöne Donnerwelle. Natürlich sehr gemein. Aber wir müssen mal gucken, vor allen Dingen auch wegen den Kiefern. Obwohl, ich glaube, ich bin auf Maximum. Ja, muss ich noch mal gucken. Die Beitritts... Was? Achso, der ist auf meinem Server, ne? Ja, das kann passieren, weil ich habe die Spieler eingestellt. Das ist auf dem Server. Auf demselben Server, der Beitritt. Das passiert. Aber ist auch nicht schlimm. Soll er machen. Noch ist er ja nicht drin. Kann sein, dass er doch keinen Bock hat. Oder dass er einfach nur Ewigkeiten braucht, um sich vorzubereiten. Hey, er ist schon. Okay. Kein Problem. Der Felix, der jetzt hilft. Stimmt, netter. Ich kann natürlich hier so Drachenälteste natürlich auch reiten, wenn man dann auch so kompetent ist und dann deine Gesundheit mounted. Bleib auf Distanz und nutze einen Trank. Ja, danke schön für den Hinweis. Ja, vielleicht sollte ich wirklich mal. So. Ja. Oh. Komm zurück. Ja,
Die falsche Taste. Ja, schon ein bisschen aufwendiger hier den. Ne? Ah, scheiße. Überrennt er mich hier. Ja? Ich muss mal hier. Mach ich denn da? Insekt. Achso, das Insekt ist bei mir schon. Falsche Taste, ja. Hier mal die Sachen hier wieder haben. Er macht überhaupt gar nichts. Also wenn er Kirin wegläuft und der nicht macht und nicht kommt, na, dann kicke ich den, weil das natürlich komplett kacke ist, dass der jetzt hier den Slot verbraucht und, mal, und das Monster stärker macht und nicht mitmacht. Ich bin einfach blind, aber da ist er nicht, ne? Das rot irgendwie nicht vom Kirin. Jetzt kommt er, okay. Ich bin erschöpft, deswegen. Ich dachte schon so, hey, wieso kann ich jetzt aber plötzlich hier keine Seilkäfer benutzen? Na, hier oben kann man doch schön. Warum? Du, ja, weil ich meine Waffe nicht gezogen habe. Das funktioniert schon mit gezogener Waffe. Mann, warum bist du so inkompetent? Ah, jetzt habe ich rot. Super. Ich glaube, der ist gerade ein bisschen dämlich, ne? Der andere Spieler, der checkt nicht, wie man hier hinkommt. Ah, jetzt ist er da, okay. Oh, fuck. Ja, das ist jetzt so die Zeit eigentlich, wo man null werden muss, weil, jetzt hier gedonnerschockt bin. Aber da ich ja richtig krasser Bow bin, werde ich das natürlich nicht machen. Ich prall ja auch die ganze Zeit ab, ne? Abprall Experience, Leute! Ah! Ja, jetzt bin ich jetzt krank. Habe ich ein Problem. Jetzt wahrscheinlich hier wieder weggehen, wenn ich jetzt hier meine Luftakrobatik mache. Ich hasse den Kirin. Nein! Komm her! Das ist wieder aber nichts. Okay, er flüchtet. Dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, weil welche? Ja, kann ich. Weil natürlich auch nur der Spieler mit drin ist. Skalieren die Monster ja mal so ein bisschen.
sag schon. Komm zurück. Ah, fuck. Ja, wir machen jetzt schon ein bisschen mehr Damage, ne? Und die sind nach hinten treten, ne? Das fuckt mich so ab bei dem Vieh. Einfach so eine richtig, richtig Assi-Mechanik. Jo, jetzt bin ich gelähmt. Ja, ich weiß, ich könnte Nullbeeren essen, ne? Aber ich bin gerade ein bisschen faul. Hier steht ein Blitz. Ja, guck mal, da haben wir einen schönen Mount. Nach Ewigkeiten. Nein! In meiner Hand. Ich brauche Weiß. Nein, da stand ich drin noch. Nein. Ja, nehme ich mir hier meine super gecrafteten Tränke hier mal. Hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt schon so weit bin. Aber so ist das nun mal, ne? Dafür macht man die. Damit man auch gleich wieder in so einer Blitzfläche drin ist. Ich hasse den Kirin. Ich hasse ihn. So, jetzt haben wir leider. Ich weiß gar nicht, ob mein Internet gerade abgebrochen ist oder was auch immer da los war, aber. Aber das ist auch nicht so schlimm. Aber jetzt ist er wieder leichter geworden. Sollte er das. Mach ich aber auch echt einen Hickhack, ne? Theoretisch könnte ich einfach zack hier unten noch das Teil hier machen, ne? Aber. Ist auch. Ah. Scheiß drauf. Come on, du stirbst jetzt. So, fertig. Ja. Ja, ich gerade Internetprobleme gehabt. Entweder weil ich das jetzt die Probleme hatte.
Werde ich ja gleich sehen, wenn ich offline angezeigt werde. Oh, Kirin-Mine. Was Neues. Noch was Neues. Geil. Und noch was Neues. Da gibt es dann neue Rüstungen und Waffen. Was wir aktuell erstmal gar nicht brauchen. Wir in den Kirin gelegt. Mit ein paar Problemen, aber ja, vielleicht ich habe die Internetprobleme gehabt. Sagen, wo der Sora Magdaros ist. Warum auch immer. Besonders Zentraler ist nur gerade ein bisschen am Start, ne? Wenn ich hier nur fang. Sammle Insekten, ja, Förderplätze, da sehe ich mich. So, genau, die Quest haben wir jetzt hier abgeschlossen. Grüß dich. Ja, du hast die Studie abgeschlossen, nicht wahr? Blitzartig davon. Du hast uns geholfen, unsere Forschung zu Drachenältesten voranzutreiben. Alle sind total begeistert. Wir haben all die Energie genutzt, um dieses Ding zu erschaffen. Selbst unter Spezialwerkzeugen ist es ziemlich speziell. Danke. Ich dachte es als ein Geschenk von uns Gelehrten. Wir hoffen, dass es dir nützlich sein wird. Donnerschutzmantel, ja, nee, eher nicht. Aber. Aber die Geste ist doch nett. Ist ein Honig, hier kann man wieder ein paar Tränke herstellen, ja? Ja, das war der Kirin. Und als nächstes suche im uralten Wald nach den ersten Viverianern. Ich würde mal sagen, bevor wir das machen, gehe ich nochmal schnell essen. Machen wir dann noch in der nächsten Folge. Weil ich halt so lange gebraucht habe, um Kirin zu legen. Aber naja, also ich geh mal davon aus, auch dadurch, dass ich jetzt essen möchte. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie so eine Quest ist, die dann wieder umswitcht auf eine Jagdquest oder sowas, mittendrin. Und wenn wir dann nichts zu essen haben, dann noch nicht gegessen haben, dann ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir gucken uns nochmal hier die Cutscene an. Einfach weil wir es können. Eine Expedition, das heißt also normalerweise sollten wir hier nichts an Quests drin haben, ne? Ne. Ist auch alles erstmal ready. Ja. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffentlich, vielleicht, eventuell. Und dann gehen wir das Ganze mal an, wobei, warte mal, bevor wir das machen.
Bin mir nicht so ganz sicher, aber ich gucke trotzdem noch mal, ob wir vielleicht eventuell was Neues haben, auch wegen den Käfern. Vielleicht haben wir was. Also unser toller Verteidigungsbaum. Jo, da. Ah ja, stimmt, aber da wissen wir ja nicht was, ne? Stimmt. Beziehungsweise ich glaube, ich habe sogar schon mal nachgeguckt, was wir da brauchen, aber. Da war irgendwas mit der rosa Rathian, ne? Das ist ganz schön und gut. Aber. Nee. Nee, lass mal. Mal bei Rüstung gucken. Da ist bestimmt einiges gekommen, was wir so nicht angesehen haben. Das ist eine neue Rüstung, die wir hier mal uns freigeschaltet haben. Brauchen wir alles nicht? Also wenn wir uns natürlich ein cooles Bild herstellen wollen, ne? Dann natürlich irgendwie mit den ganzen Fähigkeiten, die hier drauf sind, ne? Klar. Aber ansonsten. Ja, muss ich mal sehen. Talismane gibt es ja jetzt auch, ne? Da muss man mal gucken. Also, Talismane ist auch sowas, wo wir jetzt erstmal so. Ja, noch nichts mit wirklich machen. Aber. Da gucke ich später vielleicht auch mal bei meinem anderen Charakter. Wobei, schau mal, was ich da so alles gemacht habe. Ein paar Liko-Ausrüstung, da haben wir auch ein bisschen was Neues. Da haben wir jetzt auch den Kirin. Und sowas alles, ne? Radalos-Set. Das Radalos-Set ist sogar an sich. Ist an sich sogar besser als das, was wir aktuell haben. Machen wir so. Also es ist eigentlich macht man das auch nur wegen Style, ne? Also man rüstet nicht wirklich das Ganze um, weil das voll geil ist, weil die Katze dann eben, ich sag mal so, mehr Damage macht und sowas alles. So sieht hier so aus. Das macht man ja nicht, weil so viel Schaden macht die jetzt auch nicht. Es gibt durchaus so Momente. Anjan hat Reißzahn. Wir müssen Anjan mal besiegen, ne? Wasser Shit. Hier wissen wir noch so gar nichts. Aber hier brauchen wir einen Anjan hat Reißzahn, um zu upgraden. Das wäre mal was wir theoretisch mal angehen müssen. Anjanat. Ich guck mal kurz, ob ich hier irgendwie eine Eventquest habe, die ein bisschen lower ist. Zwei Anjanat quasi. Double. Double Chance. Können wir machen. Als nächstes erstmal, damit wir den Käfer mal upgraden. Das ist alles, was wir noch gar nicht machen können, ja? Also ich ändere nochmal mein Vorgehen, was wir beim nächsten Mal machen, würde ich mal sagen, weil wir brauchen halt, also wenn wir den Käfer upgraden wollen, dann brauchen wir was von Anjanat. Und. Ich denke mal, dass es gar nicht mal so doof ist, wenn wir
jetzt dieses Doppelpack mal machen beim nächsten Mal. Eine Stufe 4. Das wird schon klappen. So. Machen wir einfach mal. Und ich schau mal kurz in die Jägernotizen. Das ist halt wieder so ein Ding, so ups, Jägernotizen, wo man dann auch nachguckt. Das ist ja immer nicht so relevant, weil wir mit einer speziellen Waffe spielen, wo wir nicht so auf die Elemente gucken, weil wir damit trotzdem mehr Damage machen. Aber wir wollen einen Janad Reißzahn, ne? Der droppt bei Zerlegung. Also, gut, das ist natürlich sehr schön, ne? Also wir bekommen den bei Zerlegung einmal. Wir sehen halt die prozentuale Dropchance nicht. Also gab es damals auch schon prozentuale Dropchance, aber ich glaube, das wurde hier noch nicht angezeigt. Fundstücke, die einfach so droppen, diese weißen Dinger, da finden wir das. Wenn wir den Kopf zerbrechen, kann es kommen. Also bei den Belohnungen dann. Und wenn wir ihn einfach zerlegen. Das heißt, also fangen ist eher nicht. Ne? Das heißt, da haben wir durchaus so ein paar Möglichkeiten. Kopfzerbrechen, Fundstücke einsammeln. Kopfzerbrechen ist eigentlich eher nicht so das, was Glefe macht, aber ich denke mal, dadurch, dass wir Explosionsschaden machen, ist es schon ganz in Ordnung, dass wir das hinbekommen. Aber ja, muss man mal sehen. Wir haben noch zwei andere Möglichkeiten. Das machen wir beim nächsten Mal, dann können wir nämlich das Kinsekt mal upgraden. Glaube ich auch mal ganz gut, wenn wir sowas mal machen. Und dann machen wir wirklich hier die Expedition. Ja, kann ja nicht sein, dass wir hier die ganze Zeit diese Expedition aufschieben, ne? Also bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.